In diesem Video spielen zwei Platin und ein Grand Champion jeweils gegen zwei Gegenspieler, die einen Rang tiefer sind, in der neuen Arena Dead Eye Canyon. Und wenn sie gewinnen, erwartet sie ein Preisgeld von 10 Euro. Okay. Hast du so eine nahe Kamera? Ja. Okay. Also ich bin nicht so mit dieser Weitsicht wie jeder. Ja, ich glaube viele Freesteller haben so eine nahe Kamera. Ich bin auf jeden Fall keiner. Das Problem ist, ich bin so richtig schlecht im Pushen oder was auch immer, also Verteidigen ist eher so mein Ding. Ja, die haben dafür keine Kommunikation. Ah. Und das ist das erste Tor. Auf der neuen Map. Läuft aber schon mal mit dem ersten Tor die Führung. Ja. Schon mal nicht schlecht. Oh. Ja, die wissen damit nicht so ganz, was sie tun, aber ist ja gut für dich. Oh, jetzt wird's vielleicht... Oh, guter Safe. Ja, danke schön. Ich sehe das alles aus deiner Perspektive. Also ist du auch so nah rangezoomt? Ja. Also ich weiß, wie du dich fühlst, wenn du mein Tor kassierst. So. Oh, das war knapp. Ah, schade. Ah, schade, echt. Ja, war aber auch ein guter Schuss, ne? Ja, ja. Muss ich schon sagen. Auf jeden Fall. Okay, und jetzt spielt der Grand Champion gegen die zwei Champions. Mal sehen, wie sich schlagen lässt, der Micha. Oder auch Board of Everything. Er ist Grand Champion, er kann natürlich auch viel freestylen und... Oh, das war schon das erste Tor. Nicht schlecht. Jetzt kommen vielleicht die Teamspiele. Ah, oder ein Solo. Oh, ein Flip Reset. Ah, oh, ich glaube, er hat ihn. Und das ist das einfache Tor. Blöd abgeprallt vom Champion-Spieler. Kann man jetzt nicht viel machen. Okay, nächster Kickoff. Sieht schon mal gut aus für den Grand Champion. Oh, ein Fake. Ist das die Meta vielleicht für die Champion-Spieler? Okay. Niemand traut sich wirklich den Ball zu berühren. Das war ein bisschen viel gefaked hier. Gut. Oh, jetzt vielleicht das offene Tor. Da leider daneben. Aber der hätte drin sein können auf jeden Fall. Oh, guter Ball. Der wurde leider abgewehrt. Oh. Oh, fast der Bump. Ich hab's gesehen. War close auf jeden Fall. Oh, der Konter. Jetzt vielleicht der Push von den Champion-Spielern. Er geht über die Wand. Der Ball, guter Touch. Übrigens ist der Grand Champion ein Tastaturspieler. Und damit ihr es wisst. Oh, er hat gefaked. Ja, sehr gute Kontrolle. Jetzt vielleicht ein nicer Air-Dribble oder ein Flip-Reset. Vielleicht ein Double. Vielleicht ein Musty-Flick. Und er geht rein. Nice Shot. Okay, das nächste Platin-Game beginnt mit Madara oder auch Leitungswasser. Er ist der diesmalige Platin-Spieler, der gegen zwei Goldspieler spielen muss. Wir schauen aus seiner Perspektive zu und schauen, wie es für ihn wird. Ob er es schaffen kann, gegen zwei Spieler mit einem Rang unter ihm zu gewinnen. Oh, sie gehen für die Bumps. Madara hat sich dafür entschieden, alleine zu spielen, ohne einen Call. Aber vielleicht kann er sich ja so besser konzentrieren. Mal sehen, wie er sich schlagen wird. Oh, nicer Dribble auf jeden Fall. Und das als Platin. Gute Kontrolle, gute Touches. Aber es könnte... Oh, ein Miss. Das ist leider bitter für die Goldspieler. Jetzt haben die Goldspieler alle Möglichkeiten, schießen aber aus weiterer Entfernung. Was aber ein Fehler ist und es ist das erste Tor für Gold. Noah hat das Tor gemacht. Ich denke mal, Noah wirst du ausgesprochen. Guter Schuss auf jeden Fall. Oh, das war vielleicht... Ah, das ist sehr bitter. Wenn ihr auch mal Bock habt, bei einem Video mitzumachen, dann kommt doch gerne auf meinen Discord-Server. Link ist in der Beschreibung. Und wenn ihr meinen Creator-Code KNIPSERYT im Rocket League-Shop verwenden würdet, unterstützt ihr auch gleichzeitig die Preisgelder für diese Projekte. Ja, ich weiß nicht, ob der den bekommen würde. Ja, sieht schon so aus. Den kriegst du wahrscheinlich noch. Eventuell... Eventuell nicht. Ja, ja, okay. Bei Platin wäre er vielleicht drin. Problem ist, ich weiß aber nie, wann ich so angreifen soll. Ja, das ist das Ding bei so zwei Gegnern. Aber du spielst, glaube ich, defensiv. Ich glaube, das ist auch die richtige Taktik. Oh, ja, das hat dir der Gedanke hat mir gefallen. Um mal schnell den einzuholen. So. Ja, vielleicht, wenn du jetzt hingehst. Ja, genau. Ah. Oh, schade. Das wäre vielleicht das 100%ige Ding gewesen. Oh, der könnte drin sein. Nice. Ja. Sehr gut. Da ist der weggegangen, der andere. Ja, ich glaube, der braucht den Boost. Ja. Der hat Booster. Ja. Ich glaube, in Gold geht man öfter auf die Boost-Pads. Ja. Oh, outplayed.
seine eigene Mate. Die waren auch viel zu dicht aneinander. Oh, aber das war gut verteilt von Morgan. Aber man sieht eigentlich so, die kommen nicht zusammen gut klar, weißt du? Weil die können auch nicht reden oder so. Ja, das stimmt. Ja, dafür kannst du Boy chasen, wie du willst. Oh, das war ein lustiger Pinch. Ja, okay, der Flip. Ah, schade. Der geht aber nicht. Oh, das ist interessanter Double Touch, aber der Mate war nicht da. Ich habe immer so ein unwohles Gefühl, weil ich halt so nicht eingespielt bin und inaktiv war, aber ich will das jetzt auch nicht als Ausrede benutzen. So. Ja. Oh! Ah, oh, da hattest du keinen Boost mehr, ne? Ja. Ja. Okay, jetzt wär's nochmal spannend gegen Ende. Okay. Oh. Ah, nicht schon zu. Ah, ach. Den hast du. Hast du. Nee, den hab ich nicht. Oh, jetzt hast du eine Chance. Ah, der Boost ist kein Boost, das ist das Problem. Ja. Ich muss jetzt irgendwas daraus machen. Ja, vielleicht die kleinen Boost-Pads. Ja. Oh. Okay, hat mich ein bisschen aufgeregt. Das Große ist wieder da. Oh, jetzt vielleicht das Große, ja. Oh, jetzt dran. Oder wartest einfach bis Nachspielzeit? Ich glaube schon, ja. Komm, ich weiß, dass er schießen wird. Oh, wäre der jetzt einfach so raufgebankt worden aus Tor? Ja. Ah, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mies. Oh, mein Gott. Nein! Was ist das in der Ecke? Das ist mies. Das tut mir echt leid. Aber gut gespielt hast du eigentlich. Kann man nichts machen so. Ja, schade. Der Grand Champion hat hier wenig Schwierigkeiten gegen die Champion-Spieler. Aber das kann sich vielleicht noch ändern. Vielleicht kommt gleich eine neue Strategie. Guter Touch. Oh. Jetzt eventuell. Nee, gute Kontrolle vom Grand Champion. Oh, das ist das erste Tor für die Champion-Spieler. Oh, mit der Wand. Nice Annahme. Leider konnte er nicht richtig folgen. Jetzt vielleicht der andere Champion mit dem Erdöbel. Aber der Konter vom Grand Champion. Sehr gute Kontrolle. Oh, aber es ist trotzdem das Tor für die Champions. Das war aber trotzdem eigentlich sehr gut abgewehrt. Aber dann gute Position von Pleak. 3-2. Oh, ein harter Schuss von Pleak. 3-3. Der kam überraschend und schnell. Vielleicht ändert sich jetzt hier nochmal die Taktik vom Grand Champion. Oh, guter Fake. Ah, vielleicht der Touch. Ah, leider. Jetzt könnte es schwierig werden. Ah, das hätte eigentlich das 100%ige Tor sein können, aber der Champion geht an die Wand. Und das wird dann dadurch kein Tor. Oh. Ah, er wollte den Freestyle raushauen. Schafft er aber nicht. Er macht den Bump. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist leider bitter. Ich glaube, er wollte den weghauen. Aber vielleicht rafft er sich jetzt nochmal und das Ding dreht sich noch. Ah, der Bump. Oh. Ah, der geht auch noch links unten rein. Ah, schade. Jetzt vielleicht eine neue Taktik. Oh, der Pass. Das war ein guter Pass. Ja. Nein. Ah, das ist mies. Ja, das ist leider auch noch ein Tor für die Champions-Spieler. Ja, guter Kickoff aber. Ja, jetzt vielleicht nochmal ein nices Tor. Ah, schade. Okay. Guter Touch. Jetzt vielleicht ein Air-Dribble. Nein, zu hoch. Ah, das tut weh. Jetzt vielleicht nochmal ein Freestyle, just for fun. Ein Flip-Reset. Ein Fake-Flip-Reset. GG. Okay. Oh, der geht rüber. Ah, wäre der daneben gesprungen, das wäre ein Tor gewesen für Maldara. Aber jetzt, gerade im Moment, sieht's aus, als wenn Gold gewinnt. Oh. Jetzt sieht's wieder schlechter aus. Gold positioniert sich für den Schuss. Der Schuss geht sehr langsam. Maldara wehrt ihn ab. Sehr gut abgewehrt. Und das ist ein Banger. Den trifft aber hier nur. Maldara wirft ihn zur Wand. Vielleicht fährt er erstmal zurück. Nein, er greift wieder an. Ob das die richtige Entscheidung war. Er bumpt den Gegner. Hat den Ball geklärt. Sehr gut gemacht von Maldara. Zerfolgt er den. Oh, jetzt hat er ein bisschen freie Chance. Er hat ein freies Tor. Nein, was macht er? Ich weiß es nicht. Aber es ärgert ihn wahrscheinlich auch genauso wie mich. Maldara passt zum Mittelfeld. Ich glaube, er wollte... Ja, okay, es ist genau so gelaufen, wie er geplant hat. Und jetzt ist Maldara wieder alleine ohne Boost in der Luft. Jetzt hat er wieder keinen Boost. Er verschwindet ihn direkt. Aber der Schuss geht daneben von Ryan. Jetzt hat er wieder die Chance. Der Clear. Jetzt könnte er vielleicht ein Follow-up machen. Das Tor ist wieder frei. Ist es das erste Tor? Der Ball ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Nein, der Double Touch. Er ist für den Double Touch gegangen. Respekt an Maldara, dass er das probiert hat in dieser Situation, die er gerade ist. Oh, jetzt sind beide geflogen. Jetzt ist die Chance für das erste Tor. Come on, Maldara. Come on.
Schade, ein bisschen zu lang gebraucht. Wenn Madara gewinnt, gewinnt er 10 Euro. Ich glaube, das macht ihn vielleicht ein bisschen nervös. 10 Euro PSN, Steam oder sonstige Guthabenkarten. Aber das ist schon das 3:0. Jetzt vielleicht ein paar mehr Fehler von den Goldspielern. Oh mein Gott. Madara entscheidet sich aufzugeben.